Ich befinde mich heute an der Zielfinger Seenplatte. Dort gibt es Reisemobilstellplätze in landschaftlich schöner Lage direkt am Badesee. An den Badesee schließen sich noch zwei weitere Gewässer an. Dort kommen dann die Angler auf ihre Kosten. Die Zielfinger Seen, die liegen am Rande der Schwäbischen Alb inmitten eines Erholungs- und Naturschutzgebietes. Bei der Freizeitanlage gibt es neben dem Badesee mit Wiesenstrand einen Nichtschwimmerbereich, Kinderspielplatz und Volleyballplätze. Zudem Sanitäranlagen und zwei Restaurants. Das hier sind reine Stellplätze, aber mit einigen weiteren Services und Annehmlichkeiten. All das zeige ich euch aber in den kommenden Minuten bei meiner Tour hier über das Areal. Also bleibt dran. Hi zusammen, willkommen bei Camp for Happiness. Freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Ich bin der Patrick und heute zeige ich euch den Reisemobilstellplatz und das Areal um die Zielfinger Seen. Ich verlinke euch die Homepage unten in der Videobeschreibung. Auf der Website findet ihr dann weitere Infos. Letzte Woche habe ich ja vom Seencamping in Krauchenwies berichtet. Wir sind ein paar Kilometer nur weitergefahren und machen noch einen Stopp für eine Nacht hier auf diesem Platz. Was es hier zu sehen und zu erleben gibt, zeige ich euch nun. Ich mache meine Kamera bereit und drehe hier meine Runden. Also kommt mal mit. Die Zielfinger Seenplatte liegt am Rande des Donautals zwischen Donau und Bodensee. Hier befinde ich mich bei der Zufahrt zu den Stellplätzen. Wie ihr seht, in landschaftlich schöner Umgebung. Ihr kommt dann direkt auf eine kleine Holzhütte zu. Das ist der Empfang. Zu den Öffnungszeiten ist hier dann auch der Platzwart anzutreffen. Außer Informationen bekommt ihr dort auch ein Eis, Snacks, kühle Getränke, einen Kaffee oder eine ganz kleine Auswahl an anderen Artikeln. Vor dem Empfang steht eine Biertischgarnitur mit Sonnenschirm zum kurzzeitigen Verweilen. Wenn ihr die Zufahrt passiert habt, gelangt ihr direkt zu den Wohnmobilstellplätzen. Wichtig zu wissen ist, dass ihr die Plätze vorab nicht reservieren könnt. Hier gilt also das Prinzip First Come, First Served. Ihr dürft euch hier einen freien Platz aussuchen, der euch zusagt und das rund um die Uhr. Die Plätze sind nach dem Motto ja klein, aber fein angelegt und haben alle eine Größe von ca. 50 bis 60 Quadratmeter. Insgesamt gibt es 50 Parzellen und der Untergrund ist gut befestigt, überwiegend rasengeschottert. Der Preis liegt aktuell bei 15 Euro pro Tag und Reisemobil. Bezahlt wird über einen Ticketautomat oder direkt am Empfang. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 14 Tage. Und der Platz öffnet eine Woche vor Ostern und schließt dann zu Anfang November. Kurz noch der Blick auf unseren Stellplatz. Wie vorhin schon erwähnt, die Parzellen sind nicht riesig, aber für unseren Fall auf jeden Fall ausreichend. Und man muss im Hinterkopf behalten, das hier ist kein Campingplatz, es handelt sich um Reisemobilstellplätze. Wie ihr gesehen habt, in direkter Seenähe und hier genug Platz, um die Markise zu nutzen und für Schatten zu sorgen. Was wir an Equipment mit dabei haben, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Von einigen Plätzen aus habt ihr einen direkten Seeblick, das ist schon richtig toll. Dort im Seebereich steht zudem eine Sitz- und Picknickmöglichkeit allen zur Verfügung, ebenfalls mit Mega-Ausblick. Strom gibt's natürlich auch. Ihr stöpselt an einem freien Platz bei den Stromsäulen ein, wählt euren Steckplatz und werft Geld ein. Und schon fließt der Strom. Nochmals zurück zum Empfang. Dort erhaltet ihr an der Infowand noch weitere Infos, unter anderem auch, wo welcher See liegt, sowie die Öffnungszeiten vom Kiosk. Ihr könnt hier übrigens auch Gasflaschen tauschen lassen. Super finde ich, dass auch ein Brötchenservice angeboten wird. Einfach am Vortag ausfüllen, was ihr möchtet und dann am nächsten Morgen entspannt hier abholen. Beim Empfang befinden sich zudem die Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten mit Frischwassersäule, Bodeneinlass und Müllbehältern. Im Preis inklusive ist übrigens WLAN, welches auf dem gesamten Platz verfügbar ist. Die Zugangsdaten erhaltet ihr hier am Kiosk. Wenn ihr 20 Euro als Pfand hinterlegt, dann bekommt ihr einen Schlüssel. Damit gelangt ihr jederzeit zum Badesee und zu den Sanitäranlagen. Der Zugang ist hier neben dem Empfang. Na, dann gehen wir da mal durch. Jetzt befindet man sich in der Freizeitanlage Südsee.
Diese gehört nicht zu den Stellplätzen, darf aber vollumfänglich mitbenutzt werden. Das ist im Stellplatzpreis inbegriffen. Dort befindet sich der Badesee sowie eine große, ca. 900 Meter lange Liegewiese. Der See war sehr sauber, angenehm warm und richtig schön zum Baden. Neben Stegen gibt es auch Treppen, um im flacheren Bereich ins Wasser zu kommen. Oder aber weiter hinten ein Nichtschwimmerbereich mit kleinem Sandstrand, also auch zum Planschen geeignet. Zu beachten ist aber, dass es keine Badeaufsicht gibt. Auf der gesamten Liegewiese stehen mehrere Mülleimer sowie Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung. Beim Kinderbereich gibt es noch einen ansprechenden Spielplatz, auf dem sich die Kleinen dann austoben können. Daneben befindet sich eine Chill-Out-Area mit Sitz- und Liegesäcken, ein Restaurant mit Innen- und Außenbereich, ein Kiosk sowie die Sanitäranlagen. Vorne in Richtung See dient ein ausrangiertes Schiffdeck als Liegeplatz, Event- oder Konzertbühne. Das Areal bietet sehr viel Grün. Wenn ihr ein paar Meter weiter lauft, dann kommt ihr direkt auf das Beachvolleyballfeld zu. Weiter hinten am Waller Karpfensee befindet sich noch ein weiteres Restaurant, das Haus am See. Die Sanitäranlagen mit Einzelduschkabinen und Toiletten auf dem Südseeareal dürfen mitbenutzt werden. Bei den Stellplätzen selbst gibt es keine Sanitäranlagen und keine Spülmöglichkeit. Ihr könnt aber jederzeit über die Liegewiese zum Sanitärgebäude laufen. Das sind ca. 3 bis 5 Minuten Fußmarsch. Dort gelangt ihr auch nachts hin, dafür habt ihr ja dann den Schlüssel. Die Seenplatte ist riesig und umfasst 4 Seen. Neben dem Badesee gibt es einen Vogelsee sowie 2 Angelseen, den Zander Forellensee und den Waller Karpfensee. Ich selbst habe ja keinerlei Angelerfahrung, aber ich habe mir sagen lassen, dass die Angelseen unter den Anglern einen ausgezeichneten Ruf genießen. Wie ihr seht, wir haben die Zeit unseres Aufenthalts überwiegend am See verbracht. Da stellt sich abends bei Sonnenuntergang ja schon eine gewisse Romantik ein. Wer keine Seeromantik braucht, der kann in der Region trotzdem so einiges entdecken. Ihr habt hier den idealen Ausgangspunkt für Radtouren, Wanderungen oder Kanutouren. Auch wenn wir in zweiter Reihe standen, so konnten wir abends bei Sonnenuntergang den ein oder anderen Blick auf den See erhaschen. Wirklich tolle Stellplätze. Um die Seen herum gibt es einige Wege, da könnt ihr also eine Erkundungstour starten. Hunde sind auf dem Platz übrigens erlaubt. Für die Vierbeiner gibt es hier sogar eine eigene Badestelle. Eine Hundetoilette bzw. Tütenspender sind auch vorhanden. Insgesamt betrachtet ein richtig toller Stellplatz mit vielen Möglichkeiten drumherum. Für 15 Euro pro Nacht und mobil kann man da nicht meckern. Uns hat es sehr gefallen, vor allem die direkte Nähe zum Badesee ist natürlich super. Dazu kommt auch noch der Brötchenservice, der am Morgen so einiges erleichtert. Und natürlich die Sanitäranlagen unten beim Badesee, die man mitbenutzen darf. Also der Platz ist auch durchaus dafür geeignet, hier ein paar Tage zu stehen und die Umgebung zu erkunden. Oder aber als ja, sympathischer schwäbischer Zwischenstopp in Richtung Bodensee oder Allgäu. Wenn ihr noch Fragen habt, so schreibt mir doch diese unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, so freue ich mich über einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, so dürft ihr das jetzt sehr, sehr gerne nachholen. Klickt einfach hier unten bei YouTube auf den roten Abonnieren-Button und auf die Glocke daneben. Das ist völlig kostenlos und so verpasst ihr in Zukunft kein neues Video. Hier bei Camp for Happiness. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Ciao, ciao.